Also, hallo, guten Abend. Abend. Genau, wir sind heute hier ziemlich viele Leute sogar und fahren durch Gladbeck, wollte ich schon sagen, durch Lemmental. Wir fahren durch Lemmental auf der Linie 452 und mit dabei ist der Julian, der Markus und der Erik und ich. Genau. Genau. Servus. 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 Wir fahren hier auf Wir deinem waren App. draußen, wo das wir. Gladbeck, jawohl! Genau. So, und ich werde jetzt mal ganz kurz versuchen, das Bild für euch anzuschalten. Mal schauen, ob das funktioniert. Schauen wir mal. Oh ja, das sieht toll aus. Ja, Sauber sehr gemacht. gut. Ja, ich begrüße auch die daheim gebliebenen Zuschauer auf meinem Kanal. Ich sag das einfach Genau. mal so, genau. Genau, und du nimmst das ja auf. Genau, und Genau. wir fahren mit dem Scania Citywide GN14 von Altair und Soundmod von Morphy. Damit wird das eigentlich zu einem richtig schönen Bus, muss ich sagen. Und fahren die Linie 452 in Lemmental. Genau, von wo genau dürft ihr mich nicht fragen, da habe ich mich eben schon ein bisschen vertan. Das kann ja Ein irgendwie. Wir fahren ab Kleinsteinburg, Altwalle. Genau. Genau, dann werde ich Genau. mal kurz hier alles anschalten. Wie schön kalt ist es denn eigentlich im Bus? Minus 4 Grad. Ach, das geht doch. Was ist denn bei mir? Braucht man doch gar nicht heizen. Temperatur im Bus, ne? War das irgendwo? Ja, Shift Klima Z. im Ja, dann Bus, du hast doch 15 eigentlich. Grad, 15 Grad. Du hast doch was vergessen, was du gestern noch installiert hast. Was? Im Scania. Lennart? Lennart? Lennart ist wieder weg. Okay. So, nee, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich Wie das immer musste so. gerade noch kurz hier was richtig legen. So, jetzt Okay. passt's aber. Gut. Ich muss mal kurz meinen Bus noch startbereit machen. Ja, Jo, wir auch noch ich alle. hab schon Motor an. Also ich hab die Pause auch schon weg. Ich weiß gar nicht, wann bei mir Abfahrt ist. Oh, ich bin schon eine halbe Minute zu spät. Was? Ich hab noch minus 6. Dann gehe ich Sieht nochmal man das zurück. eigentlich bei dem Scania irgendwo? Ich wüsste es jetzt Nachdem du nicht. die Route eingegeben Ja. hast, müsstest du es angezeigt haben. Du kannst aber auch Shift Z drücken, dann kannst du oben die rote Schrift einblenden und es da sehen. Route ist So. 001 Also ich heute, hätte jetzt ne? schon seit Ja. 4 Minuten Genau. Fahrt gehabt. Nee, habe ich nicht. 53, ne? Bei mir ist ja erst 45. Ey Markus, da ist eine Aufgabe für dich im Chat. Eine Aufgabe für mich im Chat. Ja. Ah Ich habe ja. es noch gar nicht gesehen. Wie lange geht der Stream, bis wir fertig sind? Genau. Oh ja, da ist wirklich schon eine Aufgabe für dich, Markus. Es ist jetzt 18:49 Uhr und 53 Abfahrt. Das heißt, ich habe auch noch 4 Minuten Zeit. Okay, dann springe ich auf 49 vor. Dann fahren wir gleichzeitig. Dieses schöne Euro 6 Geräusch. Ah, der Ah, Jan ist irgendwie ist auch da. mein Chat abgestürzt. Aha. Wie muss man das jetzt eigentlich hier genau machen? Wartet mal ganz kurz. Ich find's ja auch cool, wenn du Trainsim spielst, fragen die Leute, kommt heute noch Omsi? Jetzt spielst du Omsi, jetzt fragt der Erste, wird heute noch TS kommen? Ich wollte mal ganz kurz fragen, wo ist denn jetzt hier die Starthaltestelle? Muss ich jetzt hier einmal im Kreis fahren, Ja. sozusagen? Nee, du musst einfach Och, nur okay. vorziehen. Das müsste Ach reichen. so, stimmt. Ja, genau. Also ich habe sogar einmal gewendet. Vielleicht mal dein Lenkrad doch anschließen, wenn man mit Lenkrad fahren möchte. Das Kann habe man ich machen, bereits ne? schon vollendet. Also ich muss in die Was, Lennart fährt Schleife heute mal wieder mit reinfahren. Bei mir kommen Lenkrad? sie nicht vor. Eieiei. So, noch den Strom vom Lenkrad anschließen. So. Ich würde es hier mal vorfahren, mal schauen, ob das klappt. Also bei mir kommen sie nicht, ich muss die Schleife fahren. Ja, bei mir kommen Ich sie auch muss. nicht. Also ich stehe an der Haltestelle, habe geschildert, aber die Leute wollen nicht einsteigen. Dann machst du übers Altmenü. Ja. Machen wir einfach Das nochmal Licht drüber. anmachen. Oh ja, stimmt. Hier musst du aber auch richtig rangieren hier bei der Schleife, hm? Seit dem Update kann man ja mit dem ganz gut rangieren. Das Ist war richtig, ja, man jetzt. kann. Wohin fahren wir jetzt? Nach Birkenforst, ne? Genau. Birkenforst Ja. oder Birkenforst B? Weiß das einer? Wie bitte?
Birkenforst oder Birkenforst B? Ich habe hier 452 Birkenforst und ich habe hier 452 Birkenforst B. Also bei mir steht B dran, aber da weiß ich jetzt nicht. Ah, okay. Meinst sie steigt ein. Ey, bei mir steht über Kreisberg. Wann wir denn? Was mich gerade eher wundert, ist, dass bei mir der Livestream immer noch nicht angezeigt wird. Das gibt's doch nicht. Geht aber alles. Alles passt in der alles. Boxen, so Kram. Musst du nichts mehr tun. Außer bei mir. Ruhig. Da klappt's nie. Obwohl, jetzt hab ich den Stream nicht mehr in der Abo-Box. Aber es sind 74 Zuschauer, das reichen. Doch, jetzt ist er wieder da. Ach, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Wow, was ist denn jetzt hier los? Ach du Grüner, mein Nachläufer ist auf dem Dings drauf geflogen. Muss mal kurz. Ja, bei mir auch. Oh, ich krieg grad ganz halt einen Knickschutz rein, ey. Was macht ihr? Ich sehe das gerade im Stream. Der Knickschutz ging bei mir uns rein hier. Warte mal, wo ist denn der Knickschutz? Da. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz den Fahrplan rausnehmen. Na? Nein, er kriegt es noch selbst zum Glück. An den NJ ich German, natürlich kenne ich NJ Berlin. So, ich stelle mich mal kurz ein bisschen paar Meter weiter vor, ey, das geht ja gar nicht. Ja, ich auch. Wenn ich überhaupt wieder loskomme, noch mal schauen. ich find's ja auch cool. Ich hab Lemmental gerade kurz vor dem Stream erst gemerkt, dass ich es gar nicht installiert habe. Aber ich muss sagen... So, jetzt bin ich runter, glaube ich, oder? Also ich finde, dieser Trainsort, das ist der größte Held der Welt. Ja. Oh, ich glaube, das ist schon sehr lustig hier bei mir gerade. So, jetzt bin ich wieder ja, runter. Ja, ich sehe es gerade, das ist der Shit einfach nur bei dir. Mhm. Hui! Was sagt denn bei euch der Tacho? Bei mir noch minus 1,5. Wie hast du die Schrift so dünn bekommen? Die Schrift vorne dran? Also die Nummern, die sind bei mir übelst dick. Ich habe LED Orange installiert, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das schaut aber beim Lennart aus. Ja, habe ich ja auch, aber bei mir sind die übelst dick. Das ist komisch. Der ist übelst dünn. So, ich muss jetzt hier mal hier hinten noch die Wendeanlage nutzen sozusagen und dann kann ich losfahren. Weil was soll der Scheiß? Weil ich wollte gerade sagen, wir haben in 4 Sekunden Abfahrt. Genau. So, soll ich dann einfach losfahren oder dann warte ich einfach in Pause, würde ich sagen, oder? Ja, fahr einfach los. Passt doch jetzt auch los. Jetzt fängt der Knickschutz wieder an, dann müssen wir nur mal einmal überbrücken. So. Wir sind die übelst dick, ich will die auch so dünn haben mit dir. So. Hört mich eigentlich immer solche Linien, ey. Und jetzt, wow. Also irgendwie was mit dem Gelenk stimmt aber noch nicht so ganz bei dem Bus. Findet ihr? Ja, finde ich irgendwie. Weil ich muss jetzt hier gerade ganz knapp an dem Ding rumfahren. Oh, war das eng, ey. Kennt ihr das, so, wenn ihr aus Versehen anstatt auf die Alt-Taste beim Fahren auf die Windows-Taste kommt und dann erstmal keine Kontrolle über den Bus habt? Darum habe ich so eine schöne Tastatur, die hat eine Windows-Sperrtaste. Von einem namentlichen Hersteller namens Logitech. Nein, das wäre ja jetzt Werbung, dass ich die Logitech G710 Plus hätte. Das wäre ja jetzt Werbung. Das sage ich jetzt natürlich nicht. Also ich grüße an der Stelle mal meinen werbentreibenden Partner Samsung. Genau. Dann willst du auch noch irgendwie... Also ich habe das tolle Logitech G29, das ist absolut toll. Kauft es euch. Genau. So, jetzt, ich habe ganz vergessen, wir fahren jetzt gleich noch an der Werbetafel für Logitech hier vorbei. Das habe ich extra noch platziert hier auf dem Weg, damit ihr auch alle noch seht, von welchem Hersteller die Lenkräder sind. Genau. So. Kann ja mal jeder schnell sagen. Ich hatte sogar, das muss ich zugeben, auf meiner Map hatte ich Tafeln für Frenkel Frotzel platziert. Aber ja, die habe ich nicht. Erstmal Werbung für YouTube machen. Will ich nicht. Möchte ich nicht. So, der Lennart fährt mit einem Driving GeForce GT, glaube ich, ne? Genau. Dann ich habe ein G27, der Julian das G29 und der Erik fährt mit... Tastatur. Ich hätte meinen Driving Force GT anbauen können, aber da hatte ich jetzt keine Lust drauf.
muss ja sagen, OMSI kann man ja sowieso sehr gut mit Tastatur und mit Maus oder Lenkrad steuern. Das stimmt. Das, ja. Da gibt's deutlich Schlimmeres. Ich hab mal probiert, ob es geht, ob ich OMSI mit meinem Steam-Controller spielen kann. Und? Aber das hat nicht geklappt. Steam-Controller? Ja, ich habe einen Steam-Controller. Oh Gott. Ich finde den hässlich. Und ich finde den cool. Also von der Verarbeitungsweise, wie der aussieht, ist richtig zäh. Ja, der ist halt sehr modern, ne, mit den zwei Touchpads. Also zum hab ich denn da geschildert? Ich dachte Route 1. Ja. Ja, ich auch. Wieso bin ich, wieso hat mein Dingsbum, mein Ibis da schon Pressner-Straße drin? Was soll der Scheiß? Hallo? Nee, es ist Route 6. Ach nö. Echt? Okay. Ich glaub ja, wartet's mal. Ich dachte, wir fahren nach also Birkenfoss. Ist bei mir geschildert. Ja, aber die Haltestellenansagen stimmen nicht. Jetzt passt. Mit Route 6 stimmen sie dann auch. Ja, jetzt wollen sie alle aussteigen, also. Na okay, dann warte mal, dann stelle ich das, bevor ich jetzt hier die Leute einsteigen lasse, um, weil sonst wollen die gar nicht mehr rein, alle. Genau, ja. Also bei mir... 560006. Also bei mir wollen die gar nicht aussteigen. Ich weiß nicht, was du hast. Das ist beim Scania der Schilder zwischendrin mal ganz kurz auf Betriebsfahrt. Und dann haben die einmal Betriebsfahrt gesehen und wollen halt alle raus. Das ja, okay. Machtlos. Okay, dann ist das ein Scania-Fehler. Nee, das ist so. Es ist bei der BVG so, dass wenn du keinen aktiven Kurs hast, dass der automatisch Betriebsfahrt reinschildert. Da du ja 100-mal bestätigen musst, dass du die Linie fahren willst, dass du dort bist, dass du am Einstiegspunkt bist und bla bla bla, wie oft man da Enter drücken muss. Daher kommt das, dass das... Okay. Dass da Betriebsrat drin steht. So, Bahnübergang. Ich bin jetzt sogar gleich schon am Altenfeld. Altenfeld. Altenfeld, Bielbock, Altenfeld. Lennart, wirst du davon jetzt gemacht? Frage. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt hochladen werde, weil am Anfang das gleich ein bisschen rund geht hier, aber mal schauen. Let's fail OMSI 2. Genau. Da hast du was für dein Abo-Special. Oder du lässt es dir auf die Platte und dann machst du irgendwann mal so ein Best of Lennart. Oder genau. So. Outtakes, ja. Das Outtakes. War geplant, dass wir so viele Outtakes jetzt der produzieren. Der schlimmste Streamstart der Welt. Ja, hallo, wir fahren erstmal glatt. Da haben bestimmt schon die Hälfte aller Leute wieder weggeschalten. Ja, aber also bei Gladbeck, ne, da versteht man das auch. Bei Gladbeck verstehe ich keinen Spaß. So. Boah, warum fährt denn der vorne so langsam? Hier stand ein 70-Schild, jetzt kriegt der mit 25 hier, hey. Also ich bin jetzt gerade in Bielbock-Altenfeld. Genau, ich bin eine Haltestelle weiter. Boah, ich darf nicht die Haltestellenbremse drücken, dann geht immer die blöde dritte Tür auf, ey. Ja genau, du musst auf der Bremse stehen bleiben, bis die Haltestellenbremse einrastet beim Scania, ja. Man muss sich voll dran gewöhnen, ey. Pol, ja, das stimmt, das ist ein guter Tipp, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Ich hab's dir aber gestern gesagt. Uram ist einer hinten reingefahren, so ein Idiot. Schön, ne? Ich hab's dir aber gestern gesagt, Lennart. Ja, das hab ich, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, sorry. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. So. Yeah, boah, hier auf dieser Straße hier in der Kurve in der Haltestelle, da würde ich ja fast eher die Warnblinkanlage anmachen. Bringt nichts, wir fahren dir trotzdem drauf. Ja, okay. Deswegen habe ich die Kollision aus. Kann ich einfach nur dämlich ist auf dem Momsi. Einfach ja, nur es kommt dämlich. Drauf an. Ich freue mich ja schon, aber das wird eh noch lange dauern auf Lotus. Ja, aber was weiß aber man halt denn schon darüber? Hier, guck mal, hier wäre der Downway. Also, von Lotus weiß man ja, glaube ich, nur, dass es ein Bus-, U-Bahn-, Straßenbahn- und Eisenbahn-Simulator in einem. Mehr weiß man ja nicht. Genau, darum kann ich mich da noch nicht so drauf freuen, weil bei mir, muss ich sagen, funktioniert OMSI ganz gut. Ja, bei mir funktioniert es auch ganz gut. 9 FPS, mehr sage ich nicht dazu.
Aber es liegt bei meinem Low-PC an meiner Low-Grafikkarte und so ein Kram, ne? So, ich sag mal so, AMD Schrotte sagt doch schon eigentlich alles, oder? Ja. Im Chat. Ich hab hier gerade einen schönen kleinen Stau. Der Livestream, der geht noch ein bisschen. Ja, wir sind eh gerade erst gestartet. Also eigentlich so wollten wir um 6 anfangen. Das ist die falsche. Nee, aber ein gewisser Trainer hat sich mal wieder verspätet. Ich? Ja, du. Ich war am Punkt da. Nein. Du warst auf dem TS, aber nicht in dem Channel. Ich will gar nicht wissen, wie viel Verspätung ich schon habe. Wow. Ich habe eine Minute und bin jetzt am Feldweg. Wenn da auch jemand ist, dann eine Minute. Ich höre einen Zug. Eine 218. Ja, wahrscheinlich mit Y-Wagen. Ja, wobei ich immer vorher dachte, das wäre ein N-Wagen. Nee, Y-Wagen haben zwischen den Türen nur 5 Fenster, daran erkennst du die ganz gut. Außer die erste Klasse-Wagen, die haben glaube ich auch nur 5. Aber der reine zweite Klasse N-Wagen hat 6 Fenster. Okay. Der Y nur 5. Hast du schon mal H gedrückt, Scania, Lennart? Oh, ich... Hast du schon mal H gedrückt, Scania, Lennart? Die Hupe meinst du? Ja. Die klingt sehr lustig. Ich hab mich verfahren. Was? Mach doch die Hilfspfeile an, Dübel. Ja, ich hab nur einen Pfeil gesehen nach links. Okay, links abbiegen. Aber ich hätte... Oh, da vorne kam gerade ein Zug bei mir. Aber hier kann ich zum Glück wenden. So, das ist jetzt derselbe Linienverlauf wie die 450. Lennart. Ah, okay. Ja, ich kenne mich in Lemmental nicht so aus. Ich bin das jetzt erst so die erste Mal gefahren seit gestern im Grunde. Dann hat er einfach keine Zeit. Ach, guck mal, da ist die 218. Ach Mensch, das dauerte hier noch ewig mit der Ampel. So, ich hab dann mal eben wieder zurückgefunden. Und wie viele Jahre hast du Verspätung? 2 Minuten. Ich schau mal kurz. 19:02 ist es. Hallo. Du kannst auch Shift Z machen. Hallo. Ach du grüne Neune, ich hab schon bestimmt 3-4 Minuten. Warte mal, Shift Z, genau. So, jetzt bin ich wieder richtig. 4,8 Minuten. Verspätung. Wo seid denn ihr? Aber so viel habe ich gar nicht verloren, stelle ich gerade fest. Kurz vor Bressner Platz. Lemmental, Bressener Platz. Ich bin jetzt am Hauptbahnhof. Teils aber auch gerade durch die Gegend. Ich hänge euch wahrscheinlich allen richtig hinterher. Nee, weil... Nee, ich bin jetzt auch am Bressener Platz. Ich eigentlich auch, vorausgesetzt mein Omsi lädt das wieder. Mal sehen. Mal durchspringen. Nice. Julian hat das modernste Lenkrad von uns allen. Genau. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass mein G27 kaputt war. Wie ist das eigentlich so, das Neue? Ist das eigentlich ganz gut? Ja, aber ich weiß nicht, ob es sich dafür 300-400 Euro lohnt. Ich weiß es nicht. Okay. Also ich glaube, ich würde nicht 400 Euro für das Lenkrad ausgeben. Ihr müsst es wissen, der Julian hat es geklaut, darum kann er da jetzt so drüber reden. Ich weiß gar nicht, ob ich das kaufen würde. Das ist... Nein, er hat es nicht geklaut. Das ist vom lkwgefallen.de. Stimmt, natürlich, ja, klar. Nein. Das ist von einem sehr, sehr netten Händler, den ich überhaupt nicht hier unterstützen möchte. Amazon? Dankeschön. Bedanke mich sehr bei Amazon. Genau, ich grüße meinen werbetreibenden Partner Amazon. Ja, genau. Ich grüße meine Sponsoren. Coca-Cola, Amazon. Aerosoft. Die halte ich gar nicht. Stopp, weiterfahren. D-Zug. Projekt Lennart Gladbeck. Von wem willst du hier noch alles unterstützt, Lennart? Ja, das hat schon eine ganz gute Liste aufgezählt eigentlich. Coca-Cola. Lennart. Reich doch, oder? Lennart ist in Wirklichkeit reich.
Also gestern Abend habe ich selber keinen Livestream gemacht, den habe ich gestern Morgen gemacht und da bin ich geflogen. So, das sind jetzt genau die Objekte, die mir fehlen. Na gut, das ist ja nicht... Ach, vielleicht Leibniz jetzt mal hinfahren und nicht die ganze Zeit am Hauptbahnhof rumgucken und zu suchen, wo ist meine Haltestelle. Vielleicht Dine fährt doch gar nicht über den Hauptbahnhof, kann das sein? Da fahren wir gar nicht genau. hin? Genau. Fährt über Leibnizplatz, also gleich... Ja, genau. Fahren nicht. Bei Pressnerplatz dann den Kreisverkehr, erste Ausfahrt, nicht die zweite. So, einfach mal quer drüber heizen, weil ich's kann. Also ich bin gerade bei Lemmental P2. Da bin ich auch gerade vorbei, passt schon. Also ich bin immer noch bei Bresnerplatz. Ich habe das Gefühl, ich habe mich schon wieder verfahren. Okay, ja, das stimmt. Ich habe mich irgendwie auch gerade verfahren. Hä, wieso? Beim Bresnerplatz und dann am Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Also ich bin immer noch auf der 452. Ja. Aber hier sind einige Haltestellen, an denen ich irgendwie nicht halte. Ja, ist normal. P2? Da fährst du auch durch, Lennart, weiterfahren am P2? Ach, da habe ich gerade gehalten. Ja. Mist. Ja, Held. Du bist ein echter Held. Ein echter, wahrer Held, Lennart. 90 Zuschauer schauen uns zu in diese Zeit. What the fuck? Und vor allem unangekündigt, oder? Ja. Finde ich immer Lustbaum sehr... Lustbaum-LP. Eieieiei. So. Da ist der Bresner Platz. Ach! Lennart, da wo du gerade gehalten hast, müsstest du nicht halten, sondern eine Station weiter. Weiß ich, habe ich inzwischen auch mitbekommen. Hallo. So. Guten Tag. Aber kann es sein, dass die Ansagen irgendwie sehr, sehr leise sind? Weil ich habe die nämlich gerade aus Versehen vorgestellt und der hat aber jetzt erst die Ansage trotzdem wieder gemacht zum Bresner Platz. Ja, das ist Almex. Lexus LP, Hallöchen. Hallo zusammen. Okay, jetzt gerade mal kurz auf den Chat, weil ihr ja eh hinterherhängt. Was ist denn jetzt hier los? Warum steigen die nicht ein? Gestern kam Prepare 3D. Prepare 3D Lexus. Kommt heute Abend noch ein Video raus. Oh. Heute Abend? Oh. Ja. Mit was denn? Von Salzburg nach London Gatwick. In Shared Cockpit. Leibniz-Platz. Das muss ein Airbus sein, oder? Kenne ich mich mittlerweile auch so gut aus? Boah. Nice. Der Eisenbahner geht in die Luft. Dam, dam, dam. Boom. Was für geiles. Oh. Da gibt es im DB-Museum Köln-Lützel. Koblenz-Lützel. Koblenz-Lützel ist was Schönes. Mit der DB nach Gran Canaria. Und dann ist da so eine 103 mit Flügeln. Boah. Dem Rob wird's gefallen. Rohre. 452, erste Ausfahrt hier. Leibnizplatz, danach Höfe. Ja, genau, da bin ich gerade. Passt. Ja, ich habe jetzt mal kurz ein gewisses Spiel beendet. Mal ganz kurz. Schon mal wieder im Chat. Sieht das dann noch offen? Wollen wir dann Linie wechseln oder wieder zurückfahren? Nee, ich denke mal Linie wechseln, ne? Okay. Müssen wir einfach mal schauen, ja. Am Bahnhof. Wir lassen den Chat entscheiden. Nein, bitte nicht. Nein, die schicken uns dann auf Betriebsfahrt. Genau. Hallo. Ach, jetzt wollte die noch einsteigen, Mensch. Da muss sie sich früher entscheiden, einzusteigen. So, jetzt. Der Stream wird keine Ahnung wie lange gehen. Falls maximal bis um 9. Der geht, zumindest wird es auf alle Fälle eine Pause zwischendurch geben. Oha. Weil ich zwischendurch noch bestimmt was essen muss, kurz. Ja. Lennart wird Fragen beantworten, ja, eventuell. Ja, ich schaue immer mal wieder rein. Oder ihr schreibt jetzt eure Fragen und ich kann sie euch vorlesen, weil ich, ja, ich nebenbei bin ja gar nicht fahren da. Muss. Ich muss ja eh gerade wieder mein Omsi neu laden. Hust, hust, EP, hust, hust. Bin bei Prepare 3D diesmal selber geflogen und der Jan hat mir assistiert sozusagen. Willernert, wie lange geht der Stream noch und flieg bitte nach Heathrow? Ich bin ja noch Gatwick geflogen, das ist ja fast Heathrow. Also Stream wissen wir nicht wie lange und fliegen bedeutet ihn nicht mehr. Nee. Meine ich. Denke ich.
Hoffe ich. Hoffe ich. Will ich. Hallo, nicht. Dann. Möchte ich nicht. Muss man nochmal den 4 GB Patch reinholen, ey. Ich kann nicht. Boah, den habe ich gar nicht, den habe ich auch nicht installiert. Was eigentlich? Was, wie schafft euer Omsi das ohne 4 GB? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Also, naja, ich habe einen i7 4790K und eine GTX 970, ja, also. Aber trotzdem, das bringt ja bei Omsi nicht so viel. Ja, ich weiß, aber er schafft es irgendwie, ich weiß es auch nicht. Der Janis PvP fragt, Lennart, wie alt bist du? Alt genug. Alt genug. Okay, das ist richtig. 100 Punkte Antwort. Das war die 1-Million-Euro Frage. Ja, das welche ist Gäste? Ja, sollen wir uns vielleicht mal kurz vorstellen? Das stimmt, das könnt ihr machen. Mach doch mal. Erik, fang warte, doch mal an. Warte, darf ich ganz kurz sagen? Ja. Der Jan ist da. Ja, der Jan ist da. Jan ist von seiner Aerologic-Tour gelandet in Doha. Da sind wir in Kopenhagen losgeflogen und nach Leipzig geflogen. Ursprünglich hatten wir noch geplant, dann zusammen weiterzufliegen nach Wien. Leider hatte ich dann keine Zeit mehr, deswegen... aber der ist weitergeflogen über Wien und Istanbul nach Doha. Gut. Jo. So. Weiter im Kontext. Jan, hast du Steam? Markus, stell dich vor. Ja. Hallo. Was soll ich sagen? Ich hasse diese Vorstellungsrunden. Ich war in der Schule, man hat einen neuen Lehrer und man macht zum gefühlt 500. Mal diese Vorstellungsrunden. Oh ja. Ja, das hatte ich heute dies Jahr damals. Mochte ich auch. Ja. Genau, ich bin einfach der Markus. So, was wollt ihr denn wissen? Schreibt's rein. Den Julian kennt man ja. Im Grunde genau, muss man ja auch nicht mehr wissen, ne? Genau. Also der Markus ist vom TS einer und irgendwie hierher gekommen. Man weiß es nicht woher, aber... man weiß nicht woher er kommt, das untersuchen noch Forscher, Multikultureller. Ja, ja. Ahnenforscher würden Millionen für mich geben. Außerdem muss man sagen, dass der Bayerncraft ein... Bayerncraft. Ein Ausländer ist, ein ganz genau. Harter Ausländer, ja. Nämlich der kommt aus Bayern. Nicht klar. Hallo. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl bei meinem Omsi. Oh nee, doch nicht. Ja, den Julian kennt man. Ja, ich war zum Beispiel dabei beim Wochenendstream bei. Da wird gefragt, Lennart. Wie alt ich bin. Tipp doch mal. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Lennart, da ist er nach Manaus geflogen. Wenn ich mich recht erinnere. Boah. Wie lange war das her? Anderthalb Jahre. Oh, da ist grün! Ja, ist schon. Ja. Bisschen länger her, ne? Schon. Bisschen her, ja. Würde ich schon so sagen, ja. Ja, ja. Und. Sonst nicht zu sagen, einer vom TS. Boah! Das ist für eine Busampel. Du darfst bei der ersten fahren und bei der zweiten nicht. Wer ist dieser Trainsa? Der Trainsa, ja, ich bin der Erik, der Trainsa und ja, ich bin einfach dabei, ne? Nee. Nee? Ja. Nee? Der Chat hat möchtest... Lennart hat die Readme nicht gelesen. Ja, das stimmt. Das habe ich nicht gemacht. Ah, Lennart. Wieso? Woran? Eigentlich immer, vor allen Dingen bei Objekten und auch bei Bussen, aber diesmal habe ich sie nicht gelesen, weil das sah ja, irgendwie so einfach aus. Die Ampel ist so bunt. Der Weihnachtsbaum. Erinnert uns seine Gäste, wenn auch jemand mal. Oh, da steht ja noch jemand draußen. Das war jetzt nicht so. Ach gut, alle noch eingestiegen, sehr gut. Ja, wir sind aber keine Frauen. Ich muss zugeben. Ich muss ruhig fragen. Ich habe die Ampeln auch nicht. Ich habe die Readme auch nicht gelesen. Oh ja, bei euch leuchten die Ampeln halt jetzt schön, ne? Nein, wir spielen heute kein TS mehr, eventuell. Und nein, auch also, nicht geflogen. Also, ich sag's richtig. Mal so, das TS deute ich jetzt einfach nur im Teamspeak. Ja, wir sind im Teamspeak. Okay, das war jetzt die bisschen andere Deutung. Ja, das war die andere Deutung. Genau, wir sind im Teamspeak und... Ihr kommt nicht rein, ihr kommt nicht. Ja. Ah, nee. Ich hab schon wieder so eine bunten Ampel, ey. Gehe ich jetzt hier an der Busampel und biege dann links ab? Lennart, du musst fahren, das wird bei dir nicht mehr grün, ne? Ja, ich fahre auch schon wieder. Okay. Das wird bei dir nicht mehr grün. Genauso wie die eine Ampel. Gewöhn dich dran, Lennart. Wenn du fährst, wird's nicht mehr grün. Das ist wie die Ampel in Dresden, die seit irgendwie 20 Jahren. Ja, ist, ey, ja, die seit. Die 24-7-Rotschaltung hat.
Was? Finden Sie, diese Ampel hat irgendeinen Sinn? Ja, da sie so verbaut werden musste. Und dann hat er sich da die ganze Zeit rausgeredet. Das war so genial. Was? In Dresden gibt es eine Ampel, die immer rot ist. Die ist seit 24 Jahren rot. Soll der Scheiß, bitte. Aber da ist Abbiegen nach rechts mit grünem Pfeil erlaubt. Ja, immerhin etwas. Aber die Ampel schaltet halt nie auf grün. An sich. Oh, hier oben am Dings habt ihr auch bestimmt den Fehler, dass zwei KI-Autos im Kreis fahren, oder? Hier oben am Kreisberg? Ich hatte das gerade viel schlimmer. Ich bin gerade aus Versehen auf die 4 gekommen, anstatt auf die 6. Und auf einmal zieht mein Wagen komplett nach links rüber. Achso, ich muss hier links, scheiße. Lennart, ey. Nö, alles gut. Du bist auch so ein wahrer Held, ne? Manchmal. Lennart ist der Held des Abends. Gut, dass Züge auf Schienen fahren und das Lenken der Fahndungsleiter übernimmt, ne, Lennart. Alter, Glück musst du nur fahren und bremsen. 839 Abonnenten. Alter, was geht denn bei dir ab? Ach, hier bei dem Kreisberg, hier fährt bei mir ein Auto. Ach, nur eins. Mhm. Ja. Bei mir waren es zwei. Und ich bin gerade mitten an der Haltestelle vorbeigerast. Beeilt euch mal. Hat der Jan auch ein Team-Account? Jan? Ich bin bei YouTube seit 4 Jahren knapp. Irgendwie so. Oder bald seit 4 Jahren oder 3 Jahren, glaube ich. Irgendwie so. Was in der Dreh. Ich bin auch irgendwann im Juni 2013 eingestiegen. Bist du 16? Nee, 16 von uns ist keiner mehr. Mann! Das habe ich euch einmal geholfen. Ja, vor allem mir. Halt, da musst du Julian fragen. Türfreigabe hinten ist noch drin. Deshalb geht nichts mehr. Türfreigabe. Müssen wir nicht eigentlich bald an der Endstation sein? Ja, wir sind so gut wie da. Also ich bin jetzt Bonner Gürtel Post. Ja, es ist noch ein Stück. Ich habe noch 3-4 Haltestellen. Ich glaube, der Jan ist gerade nicht so richtig aktiv. Nee, ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr im Chat gesehen. Aber er ist noch da, angeblich, nach YouTube. Der ist immer mal wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Den Bus mal von außen zeigen, natürlich. Hab ihn aber voll im Bus. Abonniert. Naja. Doch, der ist relativ alter. Nice. Seine Ding ist gefallen, ne? Oh, da kommt noch hier ein anderer Bus. 457 ist das gewesen. München Tegel seid ihr auch geflogen mit Chat Cockpit. Ich dachte gerade, ich hätte gerade im TS einen Dump-File, im OMSI einen Dump-File bekommen. Na, ach, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Der stürzt einfach nur ab. Zugriffsverletzung. Nein, ich bin nicht der Julian von B-Attack, also der von Andi, und ich bin auch nicht der Tram Düsseldorf Julian. Ich bin ein ganz anderer Julian. Was? Du bist Tram Düsseldorf Julian? Ich will den GT8S. Ich will den GT8S. Nun, Jan, ich hab dich gefragt, ob du Steam hast. Eieieiei. So, ich bin der im Stream fährt, genau. Genau. Genau, wir sehen hier gerade Lennarts Perspektive auf Lennarts YouTube-Kanal. Wer meine Perspektive sehen will, schaut bei mir vorbei. Ja, du nimmst es auf, oder? Ja, ich nehme das auf. Ja. Wir fahren gerade auf der Linie jetzt 452. Ich werde das nicht hochladen, weil wenn dann noch die Objekte bei mir fehlen, dann mache ich das mal lieber nicht. Nee. Und wenn du die README nicht gelesen hast. Genau, das dazu. Könntest du irgendwie mal deinen Steam-Account-Namen geschicken, ohne das hier in diesem Chat schreiben, weil du willst ja keine übermäßig großen Anfragen. Ach, dafür gibt's bestimmt den Ignorieren-Button. Den kennst du doch, Julian. Ich will nicht wissen, wie viele Steam-Anfragen Lennart bekommt am Tag. Ja. Oder Gronkh. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich glaube, irgendwas über 200. Ich glaube, da gibt's doch auch eine Maximumgrenze, oder? War das nicht was? Du kannst sonst so viele Freunde bei Steam haben? Genau, und mit jedem Steam-Level erhöht sich das. Ja, das Steam-Level habe ich ja bis heute noch nicht verstanden, also, wofür man da was also kriegt. Bei Gronkh steht, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, oben in diesem Benachrichtigungsfenster immer nur 9999.
Ja, gut. Ach, hier ist der Betriebshof. Ja, bist du gerade in Führung? Ja, dann. Ja. Lennart, ich wäre angeblich leise. Du bist leise? Okay, dann stell dich gleich mal lauter. Gehört. Warte mal ganz kurz. Ich muss mich. Oh, da kommt uns ein Bus entgegen. Hier ist die 452. Ja, also ich bin ein bisschen relativ leise im Vergleich zu den anderen. Das geht natürlich gar nicht, weil ich hier die Hauptattraktion bin. Ich lerne Kappa. Ja, du bist hier der. Bitte Kappa Spam, dankeschön. Gibt's hier doch gar nicht. Doch. Kappa. Doch, es gibt einen Google Kappa, glaube ich sogar. Weiß es nicht. Gibt's Kappa? Schreib mal Kappa. Kappa. Kappa, Kappa, you know? Kappa. Ja, es gibt Kappa. Nein. TS2 ist kack. Nee, das stimmt mal nicht. ETS2 das stimmt nicht. Das wäre mal wieder eine Nice-Team-Idee, ne, Lennart? Ja, das stimmt. Ne? Wobei, das wäre mal nice, ne? Wobei ich weiß nicht, ob das mit den Pro-Mods klappt. Eine Livestream-Idee wäre auch, wenn der ATS draußen ist. Ja, gut. Kannst du mal im FSX von EDDW, das ist glaube ich Düsseldorf, oder? Nach Lowi fliegen. Wo auch immer das ist. Lowi ist auf alle Fälle Innsbruck und EDDW ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Düsseldorf ist EDDL, EDDW ist, glaube ich, Bremen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß ja, was es aber die da mit ihren genau. Abkürzungen beim Fliegen geraucht haben, verstehe ich auch nicht. Das ist bei der Bahn zum Glück einfacher. TS Stuttgart. Ja, genau. Ganz einfach. Oder der EDDM München. Ja, genau. Da kommt man ja noch drauf. Bei München, das D steht für München, ja? Rate mal, was die Abkürzung von Wuppertal ist. Keine Ahnung. KW, Köln-Wuppertal. Was hat Wuppertal mit Köln zu tun? Weil die Reichsbahndirektion früher Köln war. Wir hatten eine eigene Eisenbahndirektion, ne? Ja, aber nicht Reichsbahn. Naja, egal. Das ist halt einfach zusammengelegt worden. Jetzt würde es mich mal interessieren, liegt Wuppertal bei dir im Osten? Aber auf jeden Fall. Alles nördlich der Donau bei mir ist Osten. Da kommt nichts mehr anderes. No, Mia San Mia, meine Freunde. Mia San Mia? Oh. Wer hat den Citybus Simulator München? Ich komme zwar aus München, aber der war Schrott, den habe ich mir zum Glück nicht gekauft. Fahr doch mal Linie 100. Also ein gewisser Fred B. Ist im Chat. Ah! Fred. Hi Fred! Du sagst immer Hallo. Fred zu dir, der heißt Fred. Oder willst du lieber Fred werden, Fred? Fred. Welche Linie? Das ist die Linie 452 auf Lemmental V3 und wir fahren von Kleinsteinburg Richtung Birkenforst. Ich bin jetzt schon da, ne? Ich habe noch zwei Stationen, ja, ich hänge aber hier gerade an jeder Ampel irgendwie mal fest. Aber so kann ich mal einen Chat lesen, das passt. Wann der Stream geht, wenn ich... Ich finde das ja geil, hier ist ja sogar Graffiti auf einigen der Haltestellentafeln. Mhm. Upsala. Keine Ahnung, wie lange der Stream noch gehen soll. Also ich meine, wir haben vor einer halben Stunde in etwa angefangen. Ja, nee, mehr. 40 Minuten oder 40 so. 40 Minuten. Ja. Naja, sagen wir mal 50. Ganz drauf an, halt mal schauen.